Tiefenunschärfe, sorry. Ja. Von mir aus. Das war halt genau das, was wir gesagt hatten. Es sähe gut aus, wenn sie es wie bei Link's Awakening machen und einfach Tiefenunschärfe drauf. Die juckt mich relativ wenig. Aber wir einigen uns drauf, dass Arceus echt ziemlich scheiße aussieht, oder? Ja, das mit hier. Die hier, wie heißt das? Die Legende Arceus habe ich gar nicht mal weiter verfolgt, weil es mich gar nicht juckt. Was? Für die Gen Remake. Das für die Gen Remake, das Pokémon Strahlender Diamant. Das habe ich mir angeguckt, da freue ich mich auch drauf, aber. Hast du nicht die ganze Direct angeguckt? Ich bin kein Open World Fan und das ist Pokémon Open World will ich nicht. Das brauche ich nicht. Das Lustige ist es halt nicht, weil es wird wahrscheinlich so wie Monster Hunter werden. Ja, auch das heißt, Monster Hunter mag ich nicht. Offenen Level und Missionen. Auf der Gamescom 2019 habe ich da mal eine Demo von gespielt. Das ist mir absolut nicht mein. Habe ich auch schon früher gesehen. Ist einfach nicht meins. Zumindest darfst du das so sagen, weil du hast es mal ausprobiert. Ich darf das auch sagen, wenn ich es nicht ausprobiert habe. Nee, das sind halt immer so die Leute, die sagen, nee, das Spiel ist scheiße. Weil ich habe gehört, das ist scheiße. Ich habe Trailer zugesehen, das reicht mir bei manchen Sachen. Let's Plays und so weiter. Ich habe auch nie GTA 5 gespielt und kann dir trotzdem sagen, dass das scheiße finde. GTA 5 ist halt einfach GTA. Und sehe ich keinen Spielspaß drin. Warum? Du kannst golfen. Ja. What the fuck? Die Musik passt jetzt wieder irgendwie. Ah ja. Orgelmusik. Ah ja. Okay, die Insel ist fast einigermaßen abgetragen. Ich bräuchte mal Holz. Mit dem hellen Holz kommen wir es nicht näher. Ich brauche da dunkles Holz. Wo krieg ich dunkles Holz her? Ich glaube, schwarz eigentlich immer das, oder? Das dunkle Holz. Ja, wie gesagt, die gibt es in Koordinaten Süden. Also bei dir am Turm. Nee, bei mir am Turm ist Koordinaten Osten. Bei Kompass wäre es Westen. Also hier Richtung Wildlande. Ja. Einfach an der Küste entlang von uns aus gesehen rechts. Okay. Einfach ein Stückchen gehen, wenn du beim Hexenhaus bist, noch ein kleines bisschen. Da gibt's ein Hexenhaus? Da war ich auch gar nicht. Ich hab doch da die ganze Seite erkundet. Muss mal grad was essen. Karotten. In die Richtung bin ich noch nicht wirklich, noch gar nicht in diesem Projekt. Ja doch, ein bisschen zwischendurch mal, aber nicht wirklich weit. Die habe ich noch nicht wirklich erkundet.
Schwarz, Eiche, Schwarz, Eiche, Schwarz, Eiche. In große dunkle Bäume. Enderman. Das sind gewöhnlich Eichen. Ein ganzes Stück laufen. Das sind dieses ganz helle Holz. Das will keine Sau. Wie gesagt, das sind große dunkle Bäume. Ich glaube, ich habe sie schon gesichtet. Das wäre sehr gut. Müssten die hier sein. Oder ist das eine Eiche? Eine riesige Eiche. Kann es auch sein, die passieren manchmal. Na, ist eine Eiche, verdammt. Dann musst du noch weiterlaufen. Einfach an der Küste entlang, du findest die. Ruhiger Chat heute, ne? Ja, beim Chat ist sowieso bei mir nichts los. Das ist, glaube ich, auch wieder Eiche. Hier sind Bienen. Nächste Woche ist Gamescom, Modi. Ja. Wie sieht dein Plan aus? Naja, das ist wieder Eiche. Mein Plan sieht nicht großartig aus. Ja, Mittwochabends geht's los. Ja, die Opening Night werde ich mir wahrscheinlich angucken, aber den Rest werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit einen von den Streams gucken, die jetzt organisiert wurden, mit Gronkh und so weiter. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden hier. Schwarzeichenstamm, ja, sehr schön. Also ich werde dann wahrscheinlich dann, also die Opening Night Live würde ich dann ganz gerne mit dir noch live machen. Ja, das hat mir ja schon gesagt. Und weißt schon, wann das losgeht, also laut meinen Informationen 20 Uhr, aber ich kann mich auch irren. Ja, ich glaube, gegen 20 Uhr war es. Aber werde ich mal gucken. Opening Night freue ich mich schon. Da wird, soweit ich mitgekriegt habe, von ein paar Entwicklern, denen ich auf Discord folge, bisschen was angekündigt, da freue ich mich drauf. Ja, werden wir mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Ich muss am nächsten Tag dann wieder in der Schule. Ich arbeite. Ich gehe jeden Tag um 12 ins Bett und muss jeden Tag um 5 raus. Ich werde trotzdem nicht bis Mitternacht streamen. Das wird am Mittwoch nicht gehen. Am Wochenende vielleicht, aber. Wo die Open Night Live würde ich halt mitnehmen. Ja, nicht komplett wahrscheinlich. Bis wann geht's die? Hast du mein Internet überlebt, weil das ist ja. Hast du einen Plan, wie lang die geht? Bis wann, bis wie spät? Erfahrungsgemäß so 2 Stunden normalerweise. War es also, letztes Mal auch. 22, 23 Uhr oder was? Ja. Aber kriegen wir es vielleicht hin. Das würde ich gerne streamen und dann. Ab Donnerstag ist ja dann in die Arena Booth. Aha, ja, ich werde nicht den Fehler machen und versuchen alles zu spielen davon. Alles spielen nicht, habe ich auch beim letzten Mal nicht gemacht. Ich werde so wie es letzte Mal gestalten, werde dann richtig in die Arena gehen und dann dort. Ich habe mir halt die Spiele schon angeguckt. Es ist nicht so viel wie letztes Mal und es ist nicht so viel Interessantes dabei. Ja, was schön ist, werde ein paar Demos anspielen und werde es da. Es gibt auch ein paar Spiele, die vom letzten Mal wieder da sind. Ja, das Lustige ist, dass ich viele von den Sachen, die da jetzt gezeigt werden, in der Vollversion schon lange besitze. Also, wenn ich dazu was machen wollen würde, dann würde ich einfach die Vollversion kurz anschmeißen.
Ich habe zu viel, ich habe zu viel, für vielen Sachen habe ich noch nichts. Ich werde die Demo spielen, die es gibt. Und dann, ja. Vielleicht werde ich das ein oder andere noch streamen. Ich überlege halt am Freitag dann wahrscheinlich, Donnerstag nicht, aber Freitag vielleicht ein bisschen Demo-Stream zu machen. Ja. In die Arena streamen. Und Samstag werde ich den ganzen Tag in die Arena setzen und Demos aufnehmen. Mit jede Menge Netztests aufnehmen. Mach mal. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, vielleicht ist die Liste aktualisiert, was ja interessant aussieht. Gibt es da noch irgendwie eine Live-Show, die wir dann irgendwie wie Sonntag kommt oder so, dass man dann... Es gibt sehr viele Entwickler-Livestreams. So. Was haben wir denn alles? Äpfel. Wir hätten anzubieten Kuh. Was? Ja, sag jetzt nicht, was es gibt alles. Jetzt gucke ich mir das wollen wir dann. Ja, das war dann Gamescom Screen. Das werde ich jetzt mal kurz durchgehen und mir angucken. Ja, aber sag's bitte nicht, ich will es noch nicht wissen. Obwohl ich hab's schon mal ganz kurz. Du hast mir die Seite geschickt, du hast dir das eh durchgeguckt. Ich hab schon mal ein paar Trailer angeschaut, weil ich habe schon einen Trailer erstellt für meinen Gamescom Stream, also. Ja. Ein paar Sachen habe ich schon gesehen, aber ja. Ich guck's mir jetzt einfach mal ganz kurz an. Oh Gott, das sieht übel aus wie ein Geometry Dash Abklatsch. Mit bisschen besserer. Ja. Ist es. Oh Gott. Ist es so. Also für einen Fünfer würde ich mitnehmen. Aber sonst. Oh Gott. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Da müssen wir jetzt noch nicht drauf. Also ich guck mir das jetzt durch, ist mir vollkommen egal, das ist dein Stream. Ja. Und ich kann ja schon mal gucken, was interessant sein könnte. So als Vorauswahl. Angucken werden wir uns ja sowieso. Na, sag's mir aber nicht. Wir werden uns halt sowieso alles angucken. Ja, ich werde schon sagen, was interessant aussieht. Ich kenne ja deinen Spielegeschmack auch mittlerweile. Und das hier sieht aus wie etwas, was du... Gamescom ist erst nächste Woche. Aber ich habe quasi schon einen Favoriten. Es gibt ein Spiel, was das ist für mich gemacht. Das ist einfach, wenn du siehst, wirst du es, wenn du die Felder dazu sehen siehst, wirst du es. Was denn, Going with Evil oder was? Na, du wirst schon sehen. You suck at parking? Nee. Ach, du meinst das Lucky Tower Ultimate, oder? Nee, ich sag's nicht. Ich sag's noch nicht. Ja gut, ich gehe jetzt erstmal alles durch. Oh Gott. Ja, das hier sieht definitiv für dich gemacht aus. Weißt du, das könnte unterhaltsam sein. Ich mach mal eben die Aufnahme an. Machst jetzt schon deinen ersten Gamescom-Aufnahme. Jo. Na toll. Ich red kurz drüber, was ich hier sehe. Ja, lass mich von dir die Stimmung mit Gamescom nicht versauen. Du hast ja auch nichts versauen zu lassen. Ich sag nur, was interessant aussehen könnte. Und du jetzt alles sagst, das ist mies. Ich kenn dich doch. Das geht nicht, das Geld brauchst du, kannst du nicht, das ist... Aber beides sieht eigentlich ziemlich interessant aus. Mhm. Ein bisschen ein paar Stufen. Sieht aus wie ein Spiel, was mir Spaß machen würde. Ja. 2D-Jump-Guns. Was war noch? Gamescom. Ich meine, das haben wir schon letztes Jahr gesagt, aber 2D Jump and Runs mit ich hoffe irgendwie immer noch daran, dass nächstes Jahr, das 2022 wieder live vor Ort, dass dann wieder Gamescom vor Ort stattfindet. Im Leben nicht. Wieso nicht? Weil alles verkackt wird.
Jetzt Ich weiß nicht wie, 2020. aber ich. Aber ich würde echt drauf wetten, dass alles wieder irgendwie verkackt wird. Jetzt 2020 war es und 2021 war es jetzt noch wegen Corona. Wird Aber 22 auch wieder sein? ich hoffe ja, dass das Corona 2022 vorbei ist. Bis Ja, dahin werden wir es doch hoffentlich. glaube ich nicht. Nach 2 Jahren Corona darf doch bitte mal langsam. Mordo fürs AFK. Ja, ich gucke mir jetzt gerade Trailer an. Oh, viel Spaß. Ich habe ja eh nichts Großartiges zu tun. Modifiziert die Gamescom vor. Du wirst Leuchtturm bauen. Und? Hat doch Zeit. Bin noch am Insel Mach das doch abtragen. jetzt. Fuck, ich Okay. wollte ja 2D hier. Jump and Run, das hier sieht nicht gut aus. Das hier wirkt interessant. Das habe ich mir schon auf dem Handy angeguckt. Mir auch nicht voran. Ich glaube, ich habe das Spiel gefunden, worauf du wo du Spaß dran hast. Open Weltraum. Nö, das hat nichts mit Weltraum zu tun. Ja, ich glaube nicht, dass du mit X Foundation Spaß haben würdest. Es gibt ein Spiel, das ist einfach das Zwergenspiel. Das ist einfach. Hast du wahrscheinlich noch nicht entdeckt, das ist. Es ist halt wie wirklich, ist halt. Das Spiel könnte auch Zwergenfürst LP heißen, das ist halt einfach. Ich sag's doch, die neue Version von Lucky Tower. Nee. Hast du Nee, nicht den ersten Teil, die Flash-Version, so übel gefeiert? gefeiert, nee. Habe da mal ein paar Videos zu gemacht, aber. Dachte, du hattest Spaß dran. Ja. War schon Soll ich vielleicht lustig, mal die aber Musik ausmachen? zu genial. Bei mir ist die Musik schon aus. Ich habe echt. Die Playlist ist einfach immer wieder. Kann man wieder anmachen. Ist das 2D-Jump oder ein isometrisches? Sag Bescheid, wenn du das Zwergenspiel entdeckst. Ich bin gerade bei dem japanischen Samurai-Cyberpunk-Ding. Wo ich keine Ahnung habe, was genau das. Ist das ein 2D-Spiel? Sieht so 3D aus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Blind Fate bin ich gerade. Ich werde es dann bei der Gamescom sehen. Ja. Und das Video oder der Stream jetzt nicht, aber das Video, das kommt ja auf YouTube dann erst. Das kommt ja nach der Gamescom erst online. Ich bin doch wieder blöd. Das ist halt. Ich wollte doch hier. Ich wollte. Bin ich komplett retarded jetzt hier gerade. Ich wollte Treppen machen. Das ist auch eine Leistung, wenn du Ivan Tesla heißt, aber ein japanisches Spiel produzierst. Ja, kann man machen. Ach, es ist ein Side-Scroller, okay. Das heißt, ich bin absolut nicht interessiert. Ich schaue mir die Sachen einfach mal an. Ich spiele auch Sachen, wo ich nicht interessiert dran bin. Ja, ich guck's Und mir da auch mal einfach an, mal. aber. Dafür ist die Gamescom ja da, dass man da. Ah, Moment, ist das. Wir gehen ja mehr, wir gehen ja. Ah, das ist das. Ja, das war. Das ist Wir das, gehen was ja ich brauche. weitestgehend als Kunden dorthin. Ich würde es nicht Kunden nennen, sondern Investoren in das Produkt. Ja. Nennst du, wie du es willst. Wie mache ich denn jetzt eine. Ich glaube, Game Deck könnte ganz cool sein. So machen wir Stufen. Ah, okay. Das ist viel Holz. Ja, Death Trash kennt man schon. Ich kenne es Resident nicht. Evil. Ist absolut nicht meins. Und offline, was ist Diese das? Musik, die gerade im Hintergrund läuft, ist absolut nicht meins. Oh, Puzzle Adventure, hey. Okay, reicht erstmal.
Oh, das sieht super nicht spaßig aus. Ah, optisch ganz schön. Hey. Bisschen Mario angemacht. Ich glaub, Out of Line könnte was für dich sein. Du glaubst auch manchmal Sachen. Hast mir auch schon Spiele vorgeschlagen, die. Also ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber. Dass du fassen wirst. Meistens. Und du sagst, das könnte dir gefallen, dann ist es am Ende. Ja, natürlich, das sind die Spiele, die ich am meisten hasse, meistens. Ich mag einfach gute Spiele. Ah, die bringen tatsächlich was zu Project Haven. Das hatten wir letztes Mal schon, wo absolut ja, nichts da war. Das ist ein komplett anderes Spiel. Nee, wir hatten das letzte Mal Haven. Haven gab es bei den letzten Spielen, das ist ein anderes Spiel. Nee, es gab auch Project Haven. Das gab's auch. Sie haben nur weder Trailer gezeigt, noch Demo, noch Bilder, noch sonst irgendwas. Sie hatten einfach nur einen Stand. Also ich weiß noch nicht, zu welchem Spiel es schon Demos gibt. Wird das schon gezeigt, welches Spiel Demos anbietet? Oder kommt das erst dann auf der Gamescom? Das müsste eigentlich erst auf der Gamescom kommen. Also ich weiß, dass bei Figment 2 definitiv eine Demo kommt, weil den Entwicklern folge ich schon super lange. Und auf das Spiel freue ich mich ja auch, obwohl ich den ersten Teil sowohl gehasst als auch geliebt habe. Das war doch dein Highlight. Das war doch dein Highlight auf der letzten Gamescom. Ist es auch, das war super spaßig. Du hast doch so viel geschwärmt. Das ist auch ein super Spiel. Nur der erste Teil sollte man nicht in einer Session durchspielen. You suck at parking. Ja, das ist cool, das haben wir aber, jetzt haben wir glaube ich schon mal beim, ich glaube Summer Game Festival oder sowas, haben wir das geguckt, das nicht, haben wir das gemacht. Das ist halt eins von den Spielen, das schon Game Festival. Seit 10 Jahren draußen ist, weil die immer wieder Demos bringen. Ah, Moment, das war noch die von diesem komischen What the Golf Spiel, oder? Ich habe keine Ahnung. Wirkt zumindest ähnlich. Ja, ich glaube, das ist was auf YouTube. Ich kann mich dran, also You Suck at Parking, habe ich schon mal eine Demo von gespielt. Ja, ich auch. Ich glaube, Steam Summer Sale Dingens Festival. Ganz ehrlich, ich sag, das wird so ein Spiel, das wird eine Woche auf YouTube bekannt sein. Wahrscheinlich wird Zombies durchspielen und Gronkh wird es einmal streamen. Und dann hat sich's. Das hat irgendwie diese Energie. Ich fand's spaßig. Oh, es gibt einen Level-Editor. Okay, das ist cool. Oh nein. Das war ja das, was What the Golf gekillt hat. Dass sie einfach keinen Level-Editor hatten. Sondern nur das Spiel, was spaßig war, und dann war es Ende. Das könnte richtig geil. Das könnte richtig lange abgehen. So, das hier. Oh, ein Enderman. Ja, das sieht nach Visual Novel aus. Die finde ich gar nicht schlecht. Sieht sehr nach Visual Novel aus. Visual Novels finde ich gar nicht schlecht. Natürlich nicht. Ich mag halt gerne Spiele mit Stories. Das ist mir wichtig bei einem Spiel, dass es eine gute Story hat. Frame by Frame animiert und es sieht nicht gut aus. Ich hasse es, wenn diese Linien so viel rumwabbeln. Das hat Rätselelemente. Okay, das ist cool. Ich finde das gerade hübsch. Und hier dieses wabbelige Dings. Das Stil finde ich gerade. Finde ich gar nicht schlecht. Da bin ich gegenteiliger Meinung. Ja, ich bin da kein Fan von. Okay, das. Frank and Drake könnte interessant sein. Kommt mal auf die Liste. Aber das hatten wir schon letztes Jahr. Du hast komplett andere Highlights als ich. Nee, das nicht, aber du, was wir letztes Jahr schon hatten, das Phänomen, dass du immer ganz andere Sachen machst als ich. Das ist ja. Ja, das halt ist immer. Ja klar. Ich mag Open World, RPG, lange Spiele und so weiter. Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut in unserem Videospielgeschmack. Das, was ich mag, ich mag die eine Hälfte der Spiele und du machst die andere Hälfte der Spiele.
Aber dann wiederum sind wir uns wahrscheinlich einig, dass sowas wie... was war nochmal das, was wir beide mochten? It Takes Two zum Beispiel, dass das einfach ein gutes Spiel ist. Ja, das habe ich noch nie selbst gespielt, aber... Ja, ich habe es bei Gronkh im Let's Play gespielt, gesehen. Ja, ich auch. Aber da sind wir uns, denke ich, wirklich einig, das ist ein gutes Spiel. Das sieht... Das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das ist dieses Spiel. Also es ist definitiv Multiplayer, du musst Leute töten. Okay. Ist das wieder... ist das wieder ein Werwolf Among Us Ding? Werden bestimmt einige jetzt nachmachen wollen. Among Us wird jetzt bestimmt... Wir hatten ja schon das First Class Trouble, was komplett untergegangen ist und gestorben. Oh, das ist wirklich Werwolf! Original! Mit Action-Elementen. Das ist cool. Mein Werwolf-Game. Ja. Na, Among Us. Deutsches Spiel. Ich meine, Among Us ist ja nur... Among Us ist ja nur so Werwolf, weil es zu Werwolf gemacht wurde. Es ist ja wegen der Mods und so weiter. Das ist halt, hat ja ursprünglich eigentlich. Das ist dasselbe Prinzip. Einer ist ein Verräter, muss den anderen töten und man darf nicht rausfinden, wer. Selbes Grundprinzip. Oh Gott, das ist ein Adventure. Das sehe ich doch. Horror-Adventure. Ja, aber Among Us hat ja ursprünglich nur den Imposter. Die anderen Rollen wurden ja alle von Mods dazu gerichtet. Das ist ja. Die Mods sind so absurd geworden. Und ich find's gut. Ich find's gut, dass, halt so, dass das Spiel auch so modbar ist. Das ist halt einfach. Ich find's halt großartig. Aber das Originalspiel, ich hab. Nachdem. Und das Faszinierende ist, nachdem du. Also du. Nachdem du eine Weile lang mit Mods gespielt hast, kannst du nur das normale Among Us nicht mehr spielen. Was einfach. Wenn du dich einfach zu Tode langweilst, ohne. Was nur Imposter? Wir haben die Entwickler geschafft, ein Pentagramm zu verkacken. Das ist beeindruckend. Ach, Modi. Modi hatet jetzt schon über. Nee, ich find das interessant. Ich mag Horror-Adventures. Komm, Minecraft spielen. Gamescom ist nächste Woche. Oh Gott, das sah übel blutig aus. Okay, Slender Threads kommt auf die Liste. Das sieht interessant aus. Dazu hast du nächste Woche noch Zeit. Nee, ich habe jetzt angefangen, jetzt mache ich das durch. 2, 3, 4. Okay, Lucky Tower ist sowieso direkt dabei. Mutti hat seine Gamescom jetzt schon beendet. Es sind halt interessante Sachen zwischendurch dabei. Lucky Tower ist auf jeden Fall dabei. Hast dann nächste Woche frei. Monty hat nächste Woche frei. Kann ich mir nicht leisten. Schon. Urlaub ist schon fast weg. Hab nur noch für Weihnachten übrig. Ich meine, du hast frei von der Gamescom, du machst da nicht. Ja. Du hast heute schon alles gemacht. Falls die Gamescom nächstes Jahr wieder echt stattfindet, muss ich da definitiv direkt Anfang des Jahres mit dem Chef drüber reden, dass wir den Urlaub von mir einfach eine Woche verschieben. Dann muss ich auch mit bei mir reden, das ist einfach... Weil ich dann zwar die 2 Wochen mache, aber dann die anderen durcharbeite, die wir sonst haben. Das sieht super stark nach Night in the Woods aus. Night in the Woods habe ich das schon gespielt? Ich glaube, das habe ich schon gespielt. Nee, To the Woods habe ich gespielt. Night in the Woods war das mit der Katze. Das habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Nee, aber das war auch super beliebt. Oh, Night in the Woods als Doktor in einer amerikanischen Klinik. Okay, ich kenne ja schon mal dieses eine Vogelspiel, das wird auch ein, dieses, wo der Vogel als Doktor, das war dieser eine. Das ist genau das, was ich gerade habe. Das finde ich wahnsinnig. Das habe ich schon für die Trailer, wo ich das rausgesucht habe. Da habe ich mich schon ein bisschen drin verliebt in das Spiel. Das ja, ist so ein bisschen. Bin ja, ich bei dir. Das sieht großartig aus. Das ist halt, das hätte man. Ich habe die Trailer nur halb angeguckt, weil ich wollte mich auch noch nicht wirklich spoilern. Ich war schon verliebt, als ich hier diese eine Sprechblase gesehen hat, wo der dann da steht und dann sagt, mein Life sucks. Und in dem Moment ist es.
Mehr, viel mehr habe ich davon nicht gesehen, weil ich hab weggeguckt beim Trailer schneiden. Ich habe das da einfach, will mich denn nicht so. War das nicht auch ein? Die Trailer habe ich blind geschnitten. Deutsches Spiel, 100% deutsches Spiel. Mal schauen, bin selbst gespannt, wie der Trailer aussieht. Hab den blind geschnitten. Also der Trailer ist englisch, aber es ist definitiv deutsch. Ich glaube, das ist auch ein deutsches Studio. Nee, ich habe einen eigenen Trailer geschnitten. So meine ich das. Okay, das ist sympathisch. Ich habe einen eigenen Stream-Trailer, wo ich mehrere Demos und so weiter. So wie meiner jetzt aussieht, so kannst du am Mittwoch gucken. Ich schicke dir mal ganz kurz die E-Mail-Adresse von denen. Wieso die E-Mail-Adresse? Wofür? Deshalb. Weshalb? Das ist ja mal super, das ist mal Endlevel sympathisch. Sagst du mir, ich kann sie mir gerade nicht angucken. Ich bin gerade am Bauen. Kann ich nicht sagen. Es ist press@porcupine.game, aber guck dir mal die Schreibweise an. Okay.